Cool, Leute, ich bin Flascher. Willkommen zu meinem Guild Wars 4 Klassenguide zum Schnitter. Endlich ist der Necro dran. Viele hatten mich gefragt, ob ich den nicht direkt als allererstes machen kann, denn ein Großteil der Community von Guild Wars 2 war ziemlich gehypt, was den Schnitter angeht. Gerade als rausgekommen ist, dass der Necro mit Heart of Thorns ein Großschwert als neue Waffe kriegen wird, da waren eigentlich alle ziemlich aufgeregt. Und ja, darum möchte ich euch heute auch dann diesen Guide präsentieren. Trotzdem werden wir es hier in diesem Guide ein kleines bisschen anders machen, ähnlich wie auch schon bei dem Dieb, denn ich möchte heute als kleines Zusatzthema nochmal eine kleine Diskussion über die Rolle im Team vom Necro halten, denn oder anregen, denn der Necro war ja immer so ein bisschen das ungeliebte Kind, was im PvE-Content anging, also hauptsächlich Dungeons und Fraktale, und ja, der wurde halt eigentlich nie so richtig mitgenommen, und da kam es als Necro sogar auch mal vor, dass man sogar aus einer Gruppe rausgekickt worden ist. Das heißt, es wurde nicht nur ungern gesehen, man wurde sogar richtig rausgeschmissen. Und wir wollen uns heute auch mal angucken, wie es jetzt überhaupt mit dem Schnitter aussieht, denn viele haben ja in diesen Schnitter ihre Hoffnungen und Träume reingesteckt, dass er jetzt endlich fürs PvE ein bisschen besser wird, und darum möchte ich auch noch mal gezielt dann auf dieses Thema am Ende des Videos eingehen. Aber bis wir das machen, gucken wir uns erstmal, würde ich sagen, die Traits an. Bei den Traits haben wir sogar mehrere Möglichkeiten, wie wir den bauen können. Jetzt aktuell, wie ihr seht, nutze ich Bosheit, Blutmagie und natürlich Schnitter. Ihr könnt allerdings auch, und das werde ich auch noch zeigen, anstelle der Blutmagie Seelenernte nehmen, beziehungsweise Seelensammlung, wie es früher hieß. Ich werde euch beides zeigen und auch erklären, wo genau da die Unterschiede sind. Fangen wir aber erstmal mit dem Bild von Blutmagie an, denn das hat sich in letzter Zeit eigentlich, gerade die Blutmagie-Tradeline hat sich in letzter Zeit ziemlich durchgesetzt, gerade kurz vor den Release von Heart of Thorns, aber ungefähr... Ja, ein paar Monate gab es ein kleines Rework, was den Necro anging, und da wurde die Blutmagie-Line ein bisschen besser, und die hat sich dann, ja, die hat ziemlich Beliebtheit erlangt, und darum habe ich sie jetzt gerade hier auch drin. Aber trotzdem ist Seelenernte auch sehr, sehr gut, aber das werden wir gleich sehen. Fangen wir aber erstmal mit Bosheit an. Im Prinzip hat sich da zu dem alten DPS-Bild nichts groß geändert. Wir haben einmal Macht des Schnitters, Schleier, Fertigkeit 1 gewährt Macht. Das ist sehr gut, ohne internen Cooldown, sogar 15 Sekunden Macht. Das heißt, wenn wir im Schleier Auto-Attacks machen, kriegen wir Macht. Das werden wir aber in diesem Bild nicht allzu viel machen. Das heißt, wir werden das nicht hauptsächlich nutzen, um viel Macht zu stacken. Wir benutzen andere Fertigkeiten, um Schaden zu machen. Das ist also kein reiner Schleier-Bild, wie es ja auch zum Teil für den Necro gibt. Von daher ist das hier zwar ein Trade, der schön ist, aber jetzt kein so ultra wichtiger für uns. Dann haben wir Boshafter Talisman. Ihr richtet bei Gegnern ohne Segen mehr Schaden an und Fokusfertigkeiten werden schneller wieder aufgeladen. Das gibt uns eine 5%ige Schadenserhöhung bei Gegnern ohne Segen. Das trifft sich gut, denn im PvE kommt es ja sowieso nicht so häufig vor, dass Gegner Segen haben. Und wenn doch mal ein Gegner Segen hat, dann haben wir als Necro Möglichkeiten, ihm die Segen zu entfernen. Das muss man aber zum Glück im PvE nicht ganz so oft machen, wenn man nicht gerade die Fraktale 41 bis 50 spielt, wo Gegner automatisch Segen bekommen, wenn sie einen kritischen Treffer bekommen und dann einfach mal alle Segen auf maximaler Aufladung haben, die es überhaupt gibt, wenn man auf sie draufhaut. Aber das ist halt eine Ausnahme und normalerweise kommt das halt nicht vor. Von daher haben wir die 5% Schadenserhöhung schon relativ oft. Und ich empfehle auch diesen Trade mitzunehmen, wenn ihr keinen Fokus nehmt. Klar, dieser Trade verringert auch die Fokusfertigkeiten um 20%, aber selbst ohne Fokus bekommen wir die 5%ige Schadenserhöhung und allein dafür lohnt es sich schon. Denn sonst sind die Trades hier generell nicht so toll. Es sei denn, ihr braucht sehr viel Verwundbarkeit im Team, dann könntet ihr das hier mitnehmen, bittere Kühle. Wenn ihr einem Gegner Kühle zufügt, verursacht ihr auch Verwundbarkeit. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, auch ohne internen Cooldown. Und wir können als Reaper, gerade als Reaper, das ging als Necron nicht ganz so gut, können wir ziemlich viel
Kühle machen. Das heißt, wir werden auch im generell später gezielt kühle Skills einsetzen. Und das würde dann hier natürlich für Verwundbarkeit sorgen. Jedes Mal 3 Verwundbarkeit, das ist nicht schlecht. Das heißt, wenn ihr wirklich im Team gar keine Verwundbarkeit habt, was eigentlich im Idealfall sowieso nicht vorkommen sollte, denn sobald ein Elementarmagier bzw. ein Sturmbote und ein Ingi im Team sind, habt ihr eh immer viel Verwundbarkeit drauf. Aber falls es wirklich mal gar nicht geht, dann nehmt hier diesen Trait mit. Dann haben wir Umarmung des Todes, fügt Verwundbarkeit zu, wenn ihr einen Gegner trefft, der sich unter der Lebenspunkteschwelle befindet, ihr verursacht im angeschlagenen Zustand mehr Schaden. Das heißt, hier gibt's auch, sobald der Gegner unter 33% ist, das ist eine sehr, sehr niedrige Lebenspunkteschwelle, 33%, aber auch ohne internen Cooldown, jedes Mal, wenn wir einen Gegner treffen, Verwundbarkeit. Das heißt, sobald der Gegner unter 33% ist, hagelt es von uns sowieso Verwundbarkeit, jedes Mal, wenn wir den Gegner treffen. Also auch sehr schön. Dann als nächstes gibt es hier auch mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich habe jetzt hier beispielsweise zerfetzender Schleier drin. Im Schleier fügt ihr Gegnern in der Nähe fortlaufend Verwundbarkeit zu. Das gibt also alle 3 Sekunden 3 Verwundbarkeit für 10 Sekunden, solange wir uns im Schleier befinden. Aber wie auch schon gesagt, es ist kein Schleierbild. Das heißt, wir werden nicht ultra lange im Schleier verharren. Und darum gibt es auch jetzt hier nicht ewig hohe Verwundbarkeitsstacks, aber wir können damit zumindest schon für ein bisschen Verwundbarkeit sorgen und ein bisschen mithelfen, solange wir im Schleier sind. Alternativ, wenn ihr das nicht braucht, wenn ihr wirklich, ihr sollt natürlich auch nicht für einen Verwundbarkeits-Overkill sorgen. Das heißt, wenn ihr im Team, es bringt nichts, im Team auf 50 Verwundbarkeit zu kommen, da das Maximum eh bei 25 ist. Von daher, da müsst ihr ein bisschen dann auch euch an euer Team anpassen. Ihr könntet dann hier noch das mitnehmen, Todeskälte fügt einem Gegner Rückenschauer zu, wenn ihr diesen angreift, während sich seine Lebenspunkte unter der Schwelle befinden. Das heißt, die Lebenspunkteschwelle ist hier 50%, solange der Gegner unter 50% ist, fügen wir Rückenschauer zu. Das hat einen 16 Sekunden Cooldown und das entfernt Segen und macht Schaden abhängig von der Anzahl der Segen, die entfernt wurden. Es macht aber auch Schaden, wenn gar kein Segen da ist und fügt auch noch Kühle zu. Das heißt, hier hätten wir auch einen weiteren Trait, der Kühle zufügt, könnte also dann auch hier diesen Trait mit Verwundbarkeit auslösen. Und wir haben später unten in Schnitter sogar tatsächlich auch noch mehr Traits, die auf Kühle procken. Das heißt, auch hier hätten wir einen Trait, der automatisch auf jeden Gegner, der unter 50% fällt, immer Kühle macht. Und halt noch ein bisschen Zusatzschaden. Klar, wie auch schon gesagt, im PvE, die Gegner haben alle nicht sehr viele Segen. Das heißt, dieser Trade bringt im Prinzip nicht so viel, da wir eigentlich kaum Segen entfernen. Aber er macht halt zumindest ein kleines bisschen Bonus-DPS, klar, selbst wenn kein Segen ist. Und wenn wir sogar, wenn der Gegner tatsächlich sogar mal Segen hat, dann machen wir sogar noch um einiges mehr Schaden. Das heißt, das hier wäre auch ein sehr, sehr guter Trade, den ihr mitnehmen könntet, wenn ihr die Verwundbarkeit nicht braucht. Ihr könnt also auch den hier reinnehmen. Dann als nächstes haben wir geraubte Kraft, erhaltet Macht, wenn ihr einen Gegner trefft, der sich unter der Lebenspunkteschwelle befindet. Gleiche Lebenspunkteschwelle wie gerade auch, 50% auf einem 1 Sekunde Cooldown und wir kriegen jedes Mal 2 Macht. Ist also auch ziemlich cool, dass wir, sobald der Gegner low wird, auch noch zusätzlich Macht bekommen, aber in einer optimalen Gruppe. Und wir wollen, dieser Bild ist ja hauptsächlich für Gruppen ausgelegt, sollte Macht eh kein Problem sein, aber so helfen wir wenigstens ein kleines bisschen mit und entlasten somit die Machtstacker. Und als letztes haben wir hier dem Tode nahe, das empfehle ich auf jeden Fall, da würde ich nichts sonst groß ändern. Erhöht den Schaden an Feinden unterhalb der Lebenspunkteschwelle, ein 20%iger Damage Modifier, den haben auch andere Klassen wie zum Beispiel der Dieb, Lebenspunkteschwelle ist 50. Und wir kriegen 20% mehr Schaden. Also ihr seht schon, der hier zumindest die Bosheit-Trade-Line ist extrem darauf ausgelegt, immer stärker und stärker zu werden, je niedriger der Gegner kommt. Also wir können hier wirklich extrem viel machen, was hier irgendwelche Lebenspunkteschwellen angeht, wie hier Verwundbarkeit, wie Macht bekommen, wie mehr Schaden und sowas. Das heißt, mit einem Necro im Team ist es so, der wird immer schneller, also der stirbt immer schneller, je niedriger er ist sozusagen. Also auch ganz cool. Sonst, ja, haben wir hier nichts groß, was wir auch alternativ mitnehmen könnten. Von daher ist das hier definitiv der beste und einen 20%igen Damage Modifier kriegt man halt auch nicht so oft. Dann als nächstes haben wir Blutmagie. Das ist das, was hier auch, ja, so eine Art optionale Tradeline ist. Allerdings hat die eigentlich ganz guten, denn mega gut ist der nicht, aber sie hat Team-Support dabei und das war ja immer das große Manko und der Kritikpunkt am Necro, dass er nichts fürs Team mitbrachte. Hier mit dieser Tradeline hat er wenigstens ein kleines bisschen was. Gucken wir uns das mal an.
Zeichen des Ausweichens, hinterlasst ein Zeichen des Blutes, wenn ihr ausweicht. Inskribiert ein Zeichen, das Feinden Blutung zufügt und verbundeten Regeneration gewährt, wenn es von einem Gegner ausgelöst wird. Das heißt, wenn ihr dodgt, wird automatisch dieses Zeichen geschrieben. Das macht Gegner Blutung und verbundeten Regeneration. Ist natürlich nicht verkehrt. Ist auch zum Glück, und das ist das Coole, kein Kombofeld. Das heißt, ihr legt damit kein blödes Feld auf den Boden, was vielleicht gerade in der Situation total blöd wäre, wenn man beispielsweise ein Wasserfeld machen will und man will das blasten. Ihr legt aus Versehen ein Dunkelfeld vorher hin und sowas, von daher ist das hier kein Problem. Gibt ihm halt ein bisschen Regeneration, ist nie verkehrt. Dann haben wir beflügelnder Durst, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ihr einen Dolch führt, werden Dolchfertigkeiten aktiviert, während ihr euch oberhalb der Lebenspunkteschwelle befindet, werden sie schneller wieder aufgeladen. Hauptsächlich ist das hier cool für die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, denn Dolchfertigkeiten, und wir werden hier in einem Waffenset, das kann ich auch mal kurz zeigen, ihr seht, wir werden hier in einem Waffenset in der Haupthand einen Dolch haben. Die Sache ist nur, die Dolchfertigkeiten sind bis auf den Auto-Attack eigentlich alle blöd und wir brauchen nicht unbedingt eine verringerte Wiederaufladezeit von 33% auf Dolchfertigkeiten. Allerdings, dass wir einfach 25% schneller rennen, ist für Open World und generell eigentlich schon hilfreich. Das heißt, wenn ihr mal in Open World rumrennt oder auch im Dungeon oder in Fraktalen und ihr müsst schnell irgendeinen Skip machen, dann nehmt einfach immer den Dolch in die Hand, also swappt sozusagen das Waffenset auf den Dolch, dann rennt ihr halt einfach 25% schneller, das ist nicht verkehrt. Sonst hätten wir auch keine so interessanten Alternativen. Die anderen Trades sind okay, aber ich persönlich finde die 25% Bewegungsgeschwindigkeit eigentlich sehr, sehr schön. Ich laufe gerne schnell mit meinen Charakteren und habe oft sowas mit, was mich irgendwie schneller macht, wodurch ich schneller vorankomme. Und von daher finde ich das persönlich hier am besten. Aber auch die anderen sind möglich oder schwächen euch nicht, wenn ihr die anderen nehmt. Dann haben wir vampirisch, zapft jedes Mal Lebenspunkte ab, wenn ihr einen Gegner trefft, Diener zapfen Leben ab und übertragen es auf euch. Ist ganz in Ordnung, hilft uns ein kleines bisschen über 90% Lebenspunkte zu bleiben und um unseren Gelehrtenruhen-Buff aufrechtzuerhalten. Auch kein interner Cooldown, das heißt mit jedem Treffer zapfen wir ein bisschen Leben ab. Klar, das Leben ist nicht sehr viel. Ihr seht's, da Heilung durch Leben abzapfen 39. Das ist jetzt nicht viel, gerade bei 20.557 Lebenspunkten sind 39 Lebenspunkte, die wir uns heilen, wirklich fast nichts. Aber wenn man das mal über den ganzen Kampf hinweg sieht, wenn man, sagen wir, man attackiert jede Sekunde und der Kampf geht eine Minute, dann hat man schon 60 Mal attackiert und dann sind das schon mal 60 mal 39, das heißt, das läppert sich mit der Zeit immer weiter zusammen und dann kommt man, je länger der Kampf ist, natürlich auch auf eine ganz gute Heilung. Und vor allem habe ich meistens sowieso den Fleischgolem mit, auch das ist einer, den muss man nicht mit haben, aber der zapft dann auch noch immer ein kleines bisschen Leben ab und überträgt es auf uns, ist also ganz in Ordnung. Dann als nächstes ist eigentlich der Hauptskill, warum die meisten Blutmagie mitnehmen. Vampirische Präsenz. Ihr und eure Verbündeten in der Nähe zapft mit euren Angriffen Lebenspunkte ab. Das heißt, ihr auch nochmal einen Lebensabzapfen. Heilt jetzt hier 33 in diesem Fall. Allerdings ist das Coole, das gilt für die ganze Gruppe. Das heißt, die ganze Gruppe zapft Lebenspunkte ab. Auch hier wieder die gleiche Argumentation wie gerade. 33 Lebenspunkte ist echt nicht viel. Und das kann man eigentlich fast in die Tonne kloppen. Aber gerade für lange Kämpfe kommt man da schon auf hohe Zahlen dann. In den 10 Sekunden Kampf hält sich das nicht, lohnt sich das nicht groß wirklich. Aber vielleicht dem ein oder anderen über lange Zeit gesehen hilft es vielleicht doch dann gerade so zu überleben oder sogar auch tatsächlich über 90% zu bleiben für den Gelehrtenruhen-Buff. Denn die meisten Klassen haben ja in ihren Metabuilds die Gelehrtenrune drin und das hilft dann halt ein kleines bisschen. Das heißt, wir haben hier durch diese Aura ein kleines bisschen Team-Support, auch wenn es nicht viel ist und auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel bringt. Dann als nächstes Sterbenssakramente, das ist auch ganz witzig, das bedeutet nämlich, solange wir am Leben sind, das heißt, wir selber dürfen nicht angeschlagen sein, aber solange wir noch am Leben sind und unsere Verbündeten im Downstate liegen, dann verbluten die nicht. Normalerweise ist es ja so, wenn man im Downstate ist, verliert man langsam Lebenspunkte, wenn man sich nicht heilt oder aufgehoben wird. Solange wir in der Nähe sind, bluten sozusagen unsere Verbündeten nicht aus. Das heißt, die können im Prinzip unendlich lange im Downstate liegen bleiben und solange die keiner angreift und tothaut, können die nicht sterben im Downstate. Auch das ist natürlich ein kleines bisschen Gruppensupport, auch wenn es nicht super hilfreich ist. Also ganz ehrlich, in einem Dungeon oder in einem Fraktal, da blutet eigentlich nie einer aus. Wenn einer down geht, dann wird er entweder vom Gegner totgeschlagen
oder er wird wieder aufgehoben und gerallied, aber dass einer ausblutet, kommt eigentlich nie vor. Von daher ist es nicht ganz so ultra interessant hier, dieser Skill. Klar, wir erhalten auch noch Heilkraft, abhängig von unseren aktuellen Lebenspunkten. Hilft natürlich auch ein kleines bisschen besser zu heilen und von daher schlecht ist es nicht. Ja, wie gesagt, das meinte ich am Anfang mit, es sind keine Super-Team-Support-Sachen, das sind halt Team-Support-Sachen. Mega wichtig ist es aber nicht. Aber zum Beispiel, ganz, ganz interessant, da gibt es einen coolen Trick mit Mesmer. Mesmer kann ja, wenn er im Downstate ist, eine relativ starke Illusion herbeirufen. Diesen Halunken heißt er, glaube ich, der von hinten, wenn er von hinten angreift, saumäßig viel Schaden macht. Und ich habe auch schon mal gesehen, dann Mesmer, die haben sich extra in Downstate hauen lassen. Und blieben dann die ganze Zeit in Downstate und haben einfach dreimal diesen Halunken beschworen und der hat einfach sau viel Schaden auf den Gegner gemacht und der musste dann natürlich immer aufpassen, dass er nicht ausblutet, das heißt sich ein bisschen wieder hochheilen, aber nicht komplett heilen, sodass er im Downstate bleibt und so, und hiermit mit diesem Skill wird er halt einfach nicht ausbluten, das ist natürlich leichter, diese Halunken zu beschwören, aber ob sich das jetzt wirklich lohnt, dass ein Mesmer extra die ganze Zeit im Downstate ist, das wage ich auch zu bezweifeln, das ist halt eher ein Fun-Bild, oder wenn man unter Wasser kämpft, ist das auch ganz in Ordnung, weil der Unterwasser-Halunk ist auch nicht schlecht vom Mesmer, aber natürlich ist ein aktiv mitkämpfender Mesmer natürlich um einiges besser. Und dann haben wir noch vampirische Rituale. Da hätten wir Brunnenzapfen jedes Mal Leben ab, wenn sie pulsieren, und gewähren Verbündeten Schutz, wenn sie gewirkt werden. Außerdem reduziert sich die Wiederaufladezeit von Brunnen. Eigentlich ein cooler Trade. Nochmal mehr Leben abzapfen, diesmal sogar 109 Heilung. Also ihr seht schon, wenn man mal alles zusammenrechnen würde, was wir an Leben abzapfen haben, kommen dann doch eigentlich ganz gute Heilungszahlen bei rum insgesamt. Und allerdings nur für uns, natürlich nicht für Verbündete, weil die meisten Lebensabzapfen-Sachen sind nur für uns. Klar, Schutz ist auch nicht schlecht und vor allem verringerte Wiederaufladezeit vom Brunnen ist hier aber das Tolle, denn wir werden eigentlich immer mindestens einen Brunnen dabei haben, wenn nicht sogar zwei, aber einer ist eigentlich immer drin und der macht auch noch richtig, richtig gut Schaden hier des Brunnen des Leidens und wenn der niedrigere Aufladezeit hat, ist das natürlich eine Top-Sache. Und dann hätten wir alternativ auch noch, und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Skill, der sogar tatsächlich das komplette Team retten kann. Also hiermit kann man wirklich einen, ja, gefailten Run zu einem doch noch erfolgreichen Run umwandeln, nämlich mit Transfusion. Schleierfertigkeit 4 heilt und belebt Verbündete in der Nähe teilweise wieder. Okay, ist in Ordnung, aber jetzt kommt's. Bis zu 5 angeschlagene Verbündete in eurer Nähe teleportieren zu eurer Position, während ihr Schleierfertigkeit 4 kanalisiert. Und das ist, glaube ich, die einzige, der einzige Skill im ganzen Spiel, womit man sein eigenes Team crowd-controllen kann. Also man kann sozusagen sein eigenes Team wegteleportieren. Normalerweise, wenn es Teleportationsfertigkeiten gibt in diesem Spiel, ist es meistens der Spieler, der sich teleportieren will, nutzt den Skill selbst zum Teleportieren. Aber hiermit können wir unsere Verbündeten, ob sie es wollen oder nicht, die können wir einfach wegteleportieren, wenn sie angeschlagen sind. Und das kann wirklich Leute retten. Beispielsweise, ihr kämpft gegen den Erzwahrsager oder gegen den Moosmann oder so und ein Teammate von euch geht down und der Moosmann haut noch weiterhin im Nahkampf auf diesen gedownten Spieler drauf und der würde halt bald sterben. Dann könntet ihr mit eurer Schleierfertigkeit 4, könntet ihr den angeschlagenen Spieler sozusagen aus der Gefahrenzone raus teleportieren und den somit retten. Dann könnt ihr den in Ruhe retzen, er liegt nicht mehr im Schaden oder auch wenn der Verbündete in einem negativen Effekt liegt, beispielsweise im Vulkanfraktal, er liegt aus Versehen genau blöderweise in so einer Lavapfütze drin, wo man ihn total beschissen nur dagegen retzen kann und dann könnt ihr ihn da rausholen oder liegt in einem Giftfeld oder sowas. Das heißt, ihr könnt damit wirklich eure Leute retten. Ist also kein schlechter Skill, allerdings kann das Ganze auch total nach hinten losgehen, wenn ihr nämlich nicht genau dran denkt, dass ihr diesen Trade drin habt und eure Leute gehen down in Downstate und ihr steht gerade am Boss dran und ihr benutzt Schleier 4, dann teleportiert ihr natürlich alle eure gedownten Spieler schön in Nahkampf. Das ist dann natürlich auch blöd, das heißt, da müsst ihr super mega aufpassen und gerade Schleierfähigkeit 4 ist ein Skill, den wir in unserer Damage-Rotation extrem oft benutzen werden. Den werden wir wirklich fast auf Cooldown halten, weil der super viel Schaden macht, gerade im Schnitterschleier. Und von daher muss man extrem aufpassen, wenn man diesen Trade mitnimmt. Aber damit kann man tatsächlich wirklich seine Verbündeten retten. Allerdings habe ich dann hier meistens wirklich das mit den Brunnen drin, da ich, ja, es ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich, eventuell den einen oder anderen wirklich in den Boss rein zu teleportieren. Und vor allem spiele ich auch meistens mit Leuten, wo ich weiß, dass es nicht ganz so nötig ist, die raus zu teleportieren, weil
die nicht in doofen Situationen meistens down gehen. Darum habe ich meistens das. Aber entscheidet selbst, auch je nach Team muss man natürlich gucken. Und dann hätten wir als letztes noch Schnitzler. Der ist ganz neu, der sorgt dafür, dass wir Großschwerter tragen können. Das heißt, wenn wir Schnittern nicht mitnehmen, können wir auch keine Großschwerter tragen, selbst wenn es freigeschaltet ist. Wir müssen es wirklich hier als Tradeline reinnehmen, kriegen also im Zugriff auch Großschwerter, was auch cool ist, werden wir auch nutzen. Und dann haben wir noch Verhüllter Ritter. Todesschleier wird ersetzt durch Schleier des Schnitters, der über mehr nahkampflastige Fähigkeiten verfügt. Und das heißt, unser Todesschleier wird geändert. Vorher hieß es ja einfach nur Todesschleier, hatte hauptsächlich Fernkampfangriffe. Auch der Auto-Attack war ja ein Fernkampfangriff. Durch den Schleier des Schnitters haben wir jetzt hauptsächlich Nahkampfangriffe. Sogar auch ziemlich starke, die wir auch aktiv in unserer Damage-Rotation nutzen werden. Dann als nächstes haben wir Kühlende Nova. Kritische Treffer bei Gegnern mit Kühle verursachen Explosionen, die Gegnern direkt daneben Kühle zufügen und auch noch Schaden machen. Das heißt, wenn wir hier ein weiterer Trade, der Kühle verursacht, wenn also ein Gegner Kühle hat und wir machen einen kritischen Treffer, dann gibt es so eine Art Kühle-Explosion und alle Gegner drumherum kriegen ebenfalls Kühle und auch noch Schaden, was eigentlich ziemlich cool ist. Allerdings hier auf einem 10 Sekunden internen Cooldown. Das heißt, es kann nur alle 10 Sekunden auslösen. Und von daher könnt ihr nicht so eine Art Kettenreaktion machen. Es ist also nicht, wenn da fünf Gegner stehen und ihr macht auf den ersten Kühle und ihr schlagt den an mit einem kritischen Treffer, dann gibt's diese Kühle-Explosion. Alle anderen Gegner drumherum haben auch Kühle und dann schlagt ihr weiter zu, trefft damit auch alle anderen Gegner, die ja jetzt auch neuerdings Kühle haben und die lösen das auch noch alle fünfmal aus. Also damit kann man nicht so eine riesengroße Kettenreaktion machen. Leider, das wäre cool, das würde ich gerne mal sehen, weil es halt, wie gesagt, einen internen Cooldown hat von 10 Sekunden und somit nur alle 10 Sekunden einmal auslösen kann. Alternativ hätten wir hier noch Weissagung des Todes, verringert die Wiederaufladezeit von Kampfschreien und eure Kampfschreie zapfen Lebenspunkte ab und werden für jeden Gegner, den sie treffen, schneller wieder aufgeladen. Auch eigentlich nicht schlecht, wenn ihr das mit der Kühle überhaupt nicht wollt. Das hier wäre halt ein kleiner Damage Increase, was hier so unsere für alle 10 Sekunden halt diese Explosion. Allerdings kann auch das hier ziemlich cool sein mit den Kampfschreien, denn wir werden auch hier, ich habe standardmäßig eigentlich immer mindestens einen Kampfschrei drin, ihr könnt allerdings auch noch weit mehr aus drin haben, also wir werden uns, wenn wir uns die Utilities angucken, dann kann es auch mal durchaus vorkommen, dass wir 3 oder sogar 4 Kampfschreie dabei haben und damit, und das nicht einfach nur so als Spaßbild, sondern die auch wirklich was bringen und die auch wirklich gut sind, also Kampfschreie können auch sehr, sehr cool sein, wenn die dann auch noch eine verringerte Wiederaufladezeit haben und schneller wieder aufgeladen werden, auch noch wenn sie mehr Gegner treffen und auch noch Lebensabzapfen, kann auch das hier ein sehr, sehr guter Trade sein, gerade wenn ihr mit vielen Kampfschreien spielt und dann kann das sogar auch besser sein als hier diese kühlende Nova. Dann als nächstes haben wir Schauer des Grauens. Bei jedem Einflößen von Furcht fügt ihr auch Kühle zu. Das würde ich hauptsächlich auf Bosse benutzen, denn auf Trash-Mobs, die will man ja meistens nicht vieren. Die will man ja im Idealfall schön auf einem Punkt stehen haben, sodass das Team die niedercleaven kann. Also sozusagen mit AOE-Attacken alle schön gleichzeitig töten. Wenn man die dann wegfiert, ist das natürlich total blöd. Von daher hauptsächlich würde ich das nur nutzen, entweder überhaupt nicht nutzen, weil so toll ist der Trade halt dann doch nicht. Oder halt nur auf Bosse. Selbst wenn die Bosse nicht gefiert werden, also selbst wenn die 4 immun sind, den Zustand 4, also Furcht, kriegen die trotzdem. Also die haben diesen Zustand Furcht trotzdem in ihrer Buffleiste, selbst wenn die nicht gefiert werden. Und das reicht schon, dass dieser Trade auch auslöst und sie auch noch Kühle kriegen. Von daher, auf Bosse könnt ihr das ruhig machen, um noch ein bisschen Kühle drauf zu kriegen. Sonst würde ich aber ja den nicht so oft nutzen. Dann als nächstes haben wir Schwächung der Verteidigung und das ist ein sehr, sehr guter Trade, auch den würde ich so gut wie nie rauswechseln. Einen Gegner mit Verwundbarkeit anzugreifen erhöht eure kritische Trefferchance. Und zwar um 2% pro Stapel. Ich glaube, der Mesmer hat was ähnliches, aber der kriegt irgendwie nur ein halbes Prozent pro Stapel oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas ähnliches hatte der auch. Oder noch eine andere Klasse, ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher. Aber der hier kriegt 2% kritische Trefferchance pro Stapel. Im Idealfall hat der Gegner natürlich immer 25-6 Verwundbarkeit. In einem organisierten Meta-Team lässt sich das ohne Probleme machen, dass der Gegner 25-6 Verwundbarkeit hat. Und wenn wir hier 2% Crit-Chance kriegen, sind das 50% höhere kritische Trefferchance. Und so kommen wir sogar tatsächlich auch auf 100% Crit-Chance, ohne überhaupt so jemals was von Kriegerbannern oder Wut gehört zu haben. Das heißt, wir brauchen das im Prinzip noch nicht mal. Sowas wie Kriegerbanner und Wut und haben trotzdem 100%. Von daher ist das ein mega geiler Trade,
den ich auch eigentlich immer dabei haben würde, denn selbst wenn ihr mal in einem nicht ganz so optimalen Team seid, zum Beispiel ihr habt keinen Krieger dabei oder der Krieger nimmt das Disziplinar nicht mit oder aus irgendeinem Grund habt ihr keine Wut im Team, dann interessiert euch das als Schnitter einfach überhaupt nicht, denn ihr krittet trotzdem wie die Sau. Dann als nächstes haben wir kalte Schulter. Kühle dauert länger an und Gegner mit Kühle fügen euch weniger Schaden zu. Auch ganz nett, dass wir hier klar weniger Schaden bekommen, ist nie verkehrt, gerade wenn man dann auch noch das kombiniert mit beispielsweise Schutz, was man vielleicht mal von einem Wächter kriegt, oder durch die Brunnen kriegt man ja auch Schutz, was ebenfalls nochmal eine 33%ige niedriger erlittener Schaden ist. Und dann hat man vielleicht noch Dungeon-Tränke drin, die zum Beispiel Schaufler-Vernichtung, Inquestur-Vernichtung, Scarlet-Vernichtung, auch die geben ja immer nochmal 10%ige Schadensreduzierung. Dann kommt man schon auf relativ viel hier zusammen mit Kühle. Aber hauptsächlich cool ist, dass das Kühle länger anhält, denn wir haben ja sowieso viel mit Kühle am Hut, von daher ist das nicht schlecht. Und dann als letztes haben wir noch Ansturm des Schnitters. Greift bei aktivierten Schleier des Schnitters schneller an. Im Schleier verringert das Töten eines Gegners die Wiederaufladezeit aller Schleierfertigkeiten. Das heißt, im Schleier greifen wir 15% schneller an. Wie schon gesagt, wir werden nicht so viele Auto-Attacks machen im Schleier, von daher ist das auch nicht so mega gut, aber trotzdem ein kleiner Increase ist es natürlich trotzdem. Außerdem, wenn dann auch noch Schleierfertigkeiten schneller wieder aufgeladen werden, kann das auch nur gut für unsere Rotation sein, von daher ist das hier nicht verkehrt. Ihr könntet allerdings hier alternativ auch tödliche Kühle mitnehmen. Kühle verursacht Schaden über Zeit. Da steht jetzt echt keine hohe Zahl dran, 202. Ich weiß auch nicht, was da genau jetzt gemeint ist. Ich habe es ehrlich gesagt, muss ich zugeben, nicht groß getestet, weil ich es nie so toll fand, dass ich auf meine Angriffsgeschwindigkeit im Schleier verzichten will. Aber es ist natürlich trotzdem ein kleines bisschen Bonusschaden, was wir hier machen, immer wenn der Gegner Kühle hat, und wir machen ja viel Kühle, dass er dann auch Schaden über Zeit kriegt, ist also auch eine Alternative oder eine Überlegung wert, das mal zu nehmen. Das also sozusagen zu meinem Standard-Setup hier mit den Trades. Jetzt will ich nochmal kurz angucken, was es hier mit Seelenernte auf sich hat. Das hatte man früher auch ganz gerne mal mit. Hier in Seelenernte hätten wir sogar noch einen kleinen Damage-Increase gegenüber dem Blutmagie im Bild. Klar, wir haben hier ziemlich viel Abzapfen und wir haben hier auch ein bisschen Team-Support. Allerdings ist es echt nicht viel und in Seelenernte hätten wir noch ein bisschen mehr Damage. Gucken wir uns aber mal an, was wir hier mitnehmen könnten. Wir hätten einmal Unersättlichkeit, erhöht den Erhalt von Lebenskraft durch Fertigkeiten, das heißt unser Schleier, da brauchen wir diese Lebenskraft zu, ist schneller wieder aufgeladen. Allerdings haben wir in diesem Bild eigentlich eh keine Probleme, was Lebenskraft angeht, denn wir werden sowieso die Lebenskraft nicht alle machen im Schleier. Wir werden da reingehen, paar Skills machen, wieder rausgehen, andere Skills benutzen, reingehen, wieder rausgehen und so weiter. Und in der Zeit, wo wir nicht im Schleier sind, füllt sich das eh immer wieder auf, von daher so wichtig ist es nicht. Dann hätten wir hier noch unnachgiebige Entladung. Schleierfertigkeit 1 durchbohrt und verursacht Verwundbarkeit. Das mit dem Durchbohren interessiert uns als Schnitter im Prinzip nicht. Das war hauptsächlich für den normalen Todesschleier wichtig, wo man einen so ein Projektil in Schleierfertigkeit in einem Auto-Attack geschossen hat. Jetzt durchbohrt, das trifft also mehrere Gegner. Ist jetzt bei uns egal, weil wir sowieso mehrere Gegner treffen, aber jetzt verursacht es auch noch Verwundbarkeit. Das heißt, wir können einfach durch Auto-Attacks auch noch Verwundbarkeit aufrechterhalten. Und hier ist es dann sogar so, wenn wir diesen Trade mithaben und wir würden einfach mal im Schleier campen, dann könnten wir tatsächlich mit unseren Trades auf 25 Stacks Verwundbarkeit kommen. Wir könnten es komplett alleine ohne Hilfe aufrechterhalten und noch natürlich mit unseren anderen Trades, was wir so haben, aber wir könnten komplett alleine für 25 Stacks Verwundbarkeit sorgen und das so lange wir im Schleier sind, das wird nie auslaufen und unser Team hätte gar keine Verwundbarkeitsprobleme mehr. Sonst, ja, haben wir eigentlich keine große Alternative. Klar, man könnte hier noch die Bewegungsgeschwindigkeit im Schleier erhöhen, aber so wichtig ist das nicht. Von daher ist das hier schon die beste Alternative. Dann haben wir erhaltet Spektralrüstung, wenn eure Lebenspunkte unter eine Schwelle fallen. Unter 50% kriegen wir Spektralrüstung. Da füllt sich auch unsere Lebenskraft schneller wieder auf, wenn wir im Schaden bekommen. Außerdem kriegen wir Schutz. Dann als nächstes haben wir das hier, vitale Beharrlichkeit. Im Todesschleier wird die Lebenskraft langsamer entzogen und Schleierfertigkeiten werden schneller wieder aufgeladen. Auch nicht schlecht, wenn sich unser Schleier schneller wieder auflädt. Ich glaube, hier unten hatten wir das ja ebenfalls schon mal drin, die Wiederaufladezeit von Schleierfertigkeiten. Hier hätten wir dann das noch einen drin und die Lebenskraft wird langsamer entzogen. Ist halt auch
nicht verkehrt, hauptsächlich aber nur wichtiger für reine Schleierbuilds, aber spielen wir eigentlich gar nicht. Aber hier ist ein guter Trade. Ihr richtet mehr Schaden an, wenn ihr euch über der Lebenspunkteschwelle befindet. Die Lebenskraftschwelle befindet. Die maximale Lebenskraft wird erhöht. Das heißt, die Lebenskraftschwelle, damit sind nicht unsere Lebenspunkte gemeint, sondern die Lebenskraft vom Todesschleier. Da die Lebenskraftschwelle ist 50%, das lässt sich eigentlich aufrechterhalten, das ist kein Problem. Und da haben wir nochmal einen 5%igen Damage Modifier drin. Wenn ihr euch erinnert, in Blutmagie hatten wir keine Damage Modifier. Das heißt, den haben wir jetzt nur durch Seelenernte. Somit haben wir natürlich hier ein kleines bisschen höheren Schaden. Und dann als letztes nehme ich meistens Doomfeuer mit. Schleierfertigkeit 1 löst beim Ziel Brennen aus. Klar, wir sind kein Kondi-Build. Von daher haben wir auch keinen großen Brennen-Stacks, aber klar, Brennen ist ein kleines bisschen zusätzlicher Schaden über die Zeit. Ist also nicht verkehrt. Vor allem, wenn man jetzt sagt, gut, ich sag jetzt hier, ich kriege hier eine 5%ige Schadenserhöhung. Andererseits im Blutmagie habe ich die 5%ige Schadenserhöhung zwar nicht, aber zapfe ja noch wie die Sau Lebenspunkte ab. Das heißt, das macht ja auch Schaden. Das heißt, es wird jetzt hier sozusagen durch Doomfeuer ausgeglichen. Das, was ich in dem anderen Bild an Lebenspunkte abzapfe, das mache ich hier durch Brennen. Und dann hätte ich trotzdem hier noch diese 5% zusätzliche Schadenserhöhung. Oder alternativ könnte man hier auch nehmen, das bringt aber mit Schnitter eigentlich nichts. Im Schleier habt ihr eine höhere kritische Trefferchance um 50%. Das heißt, wenn wir im Schleier sind, haben wir 50% höhere kritische Trefferchance. Mit diesem hier zusammen, wo wir auch nochmal 50 kriegen, hätten wir allein nur durch diese beiden Trades schon 100%. Mit unseren 49-50%, die wir standardmäßig haben, hätten wir also im Prinzip 150% Crit-Chance. Braucht eigentlich keine Sau, von daher, lohnt sich das eigentlich auch nur für Builds, die man nicht mit Schnitter spielt. Aber wie gesagt, das hier wäre jetzt sozusagen eine mögliche Trade-Verteilung, wenn ihr mit Seelenernte und nicht mit Blutmagie spielen wollt. Entscheidet aber auch hier selbst. Wie gesagt, ihr habt hier noch weniger Team-Support, als der Necro sowieso schon hat. Dafür aber ein kleines bisschen mehr Schaden. In Blutmagie habt ihr halt viel mit Leben abzapfen und ein kleines bisschen Team-Support. Das soweit, das waren die Trades. Als nächstes gucken wir uns jetzt mal die Ausrüstung an. So, die Ausrüstung ist sehr, sehr einfach. Ihr könnt es euch, denke ich, schon denken, gerade wo wir gerade die Trades gesehen haben und was überhaupt unsere Trades mit der Crit-Chance anrichten, ist es klar, wir brauchen absolut kein meuchelnde Sachen oder sonst irgendwas mit Präzision als Hauptattribut. Wir gehen komplett Berserker, das heißt Berserker-Rüstung, Berserker-Waffen, Berserker-Schmuck. Ihr seht's auch, ich habe noch nicht alles aufgestiegen, weil ich den Necro nicht so oft spiele und habe hier eine 48%ige Crit-Chance mit allem aufgestiegen, wären das halt gerade halt ungefähr 50%, sage ich mal. Und mit den 50% aus den Trades sind wir dann genau bei 100, ohne Wut zu haben und ohne Kriegerbanner zu haben. Das heißt komplett Berserker. Gelehrtenrune natürlich hat den höchsten DPS. Auch hier müssen wir bei den Runen nicht aufpassen, irgendwas mit mehr Prezi zu nehmen. Müssen natürlich hier dann auch über 90% bleiben für die 10% höheren Schaden. Und in den Waffen habe ich ja im Prinzip auch Standard-Loadout, Heftigkeit und Gebrechlichkeit für Tag oder Heftigkeit und Luft für Tag und für Nacht dann halt Heftigkeit und Nacht. Jetzt aktuell habe ich halt mein Tag-Set drin. Ihr seht es, in beiden Sets habe ich jeweils Heftigkeit und Gebrechlichkeit. Alternativ, und das muss ich sagen, das haben jetzt viele Leute geschrieben, allerdings habe ich das selber noch nicht ausgetestet, aber ihr seht, ich habe sie schon im Inventar. Siegel der Hydromantie, das könntet ihr zumindest auf euer Dolchset machen. Nicht ins Großschwert, da würde ich es nicht empfehlen, aber zumindest anstelle der Gebrechlichkeit bzw. Luft im Dolchset könntet ihr auch Hydromantie machen. Das macht nämlich, dass wenn wir auf diese Waffe wechseln, auch nochmal Kühle zugefügt wird. Mit einem 9 Sekunden internen Cooldown macht 2 Sekunden Kühle. Das heißt, auch hier hätten wir nochmal ein Siegel, dass immer wenn wir aufs Dolchset wechseln, das werden wir oft machen, auch nochmal zusätzlich Kühle an alle Gegner in der Umgebung vergeben, was uns ja nur zugute kommt. Ist also auch eine gute Idee, habe ich allerdings selber noch nicht getestet, wurde mir nur oft geschrieben und ich muss ehrlich sagen, es hat sich gut angehört, darum habe ich mir auch direkt so ein Hydromantie-Ding geholt, aber werde ich nochmal testen die Tage. Ist also eine gute Sache. Ihr seht auch, ich habe hier auch noch eine Nacht-Dolch dann für die Kombination aus Nacht und Heftigkeit. Aber eigentlich braucht man heutzutage nicht mehr so dringend zwei verschiedene Sets. Entscheidet also auch hier selbst, wie wichtig euch der Necro ist und wie gut ihr den ausstatten wolltet. Aber im Prinzip ist es hier von den Sigillen wie bei jeder anderen Klasse auch nichts Neues groß. Das zur Ausrüstung. Trotzdem zu den Waffen nochmal kurz, welche wir alle brauchen. Wir spielen natürlich mit einem Großschwert,
Das ist das Neue, was wir tragen können, macht sau viel Schaden, ist vor allem auch cool. Das heißt, hat auch einen sehr, sehr hohen Coolness-Faktor. Sonst in der Nebenhand spiele ich, beziehungsweise im zweiten Waffenset, spiele ich meistens mit Dolch Fokus. Dolch solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Also, wenn ihr ein zweites Waffenset nutzt, auf jeden Fall den Dolch. Und nicht irgendwie sowas wie Axt oder sowas. Auf jeden Fall Dolch. Was ihr allerdings dann in die Nebenhand nehmt, das ist euch überlassen. Entweder Fokus oder Horn. Also, ihr seht, ich habe hier sogar auch ein Horn mit Heftigkeit, falls ich das mal brauche. Ich weiß, viele nehmen lieber das Horn mit. Ich persönlich finde aber den Fokus besser. Klar, auf dem Horn hat man beispielsweise noch, ich kann das ja mal reintun, hat man beispielsweise mit dem Insektenschwarm bzw. Heuschreckenschwarm, kann man sich selbst für 15 Sekunden Eile geben, da rennt man 33% schneller. Aber so wichtig ist mir das jetzt auch nicht und ich renne ja sowieso schon schneller durch den Dolch in der Haupthand. Und von 25 zu 33% schneller laufen ist jetzt auch nicht so ultra der Unterschied. Und ich persönlich finde einfach die Skills vom Fokus besser. Vor allem den Fokus 4er Berührung des Schnitters macht halt Verwundbarkeit und saumäßig viel Schaden, vor allem auf einzelne Gegner, weil diese Sense, die ihr damit schmeißt, auch noch zwischen euch selbst und den Gegner hin und her fliegt. Und wenn da halt nur der Gegner und ihr seid und die fliegt nur zwischen euch beiden die ganze Zeit hin und her, macht die sau viel Schaden, diese Sense. Und darum finde ich es einfach so toll. Klar, hier ist auch nochmal dieser Rückenschauer-Skill, den wir auch in den Trades haben. Der ist wie gesagt nicht ganz so sinnvoll, wenn der Gegner keine Segen hat. Von daher den auf jeden Fall nur benutzen, wenn der Gegner Segen hat. Sonst ist es ein der Verlust, aber allein nur wegen der 4 habe ich schon gerne den Fokus drin. Aber ich kann auch verstehen, und es ist auch wirklich gar kein Problem, wenn ihr das Horn in der Nebenhand nutzt. Denn das Horn ist zum Beispiel sehr, sehr gut, um Lebenskraft hochzustecken. Denn wenn ihr den Heuschreckenschwarm anmacht und die Heuschrecken den Gegner die ganze Zeit angreifen, kriegt ihr die ganze Zeit Lebenskraft. Außerdem hat er auch noch den Vierer, den Klageschrei der Verdammnis, der 2 Sekunden Benommenheit macht. Ist natürlich gut, um Trash-Mobs für 2 Sekunden aus dem Spiel zu nehmen und natürlich auch sehr gut, um eine Breakbar zu brechen. Das heißt, auch das ist nicht schlecht. Vor allem, weil dieser Skill auch nicht geblockt werden kann. Das heißt, der macht sogar den Schaden auf die Breakbar und auf Gegner drauf, sogar wenn die Gegner gerade blocken. Ist also auch nicht schlecht, ein Horn zu haben. Darum sollte man auf jeden Fall beides haben. Mit was ihr dann letztendlich aber kämpft, ist euch überlassen. Ich persönlich nehme halt lieber den Fokus. Trotzdem bietet es sich auch an, noch zusätzlich einen Stab zu haben. Den Stab werden wir allerdings hauptsächlich nur für irgendwelche besonderen Tricks nutzen. Also den werdet ihr in normalen Kämpfen eigentlich nicht dabei haben, aber ich habe einfach nur den Stab, nämlich aus diesem Grund. Ihr könnt vor einem Kampf, wenn ihr beispielsweise in einem Dungeon seid, heutzutage ist zwar auch dieser Trick nicht mehr ganz so wichtig, weil man kaum noch in der Ecke steht und dann wartet, bis e aus Ewigkeiten ein Gegner angelaufen kommt, aber in Dungeons kommt das hin und wieder mal vor, dann könnt ihr einen Stab nehmen. Ihr könnt damit eure ganzen Symbole legen, eure ganzen Zeichen. Außer das Fünfer-Symbol, das würde ich nicht legen, weil das macht Furcht und wegfürchten wollt ihr Gegner ja gerade nicht. Das heißt, es macht 2, 2, 3, 4 und vor allem da ist auch nochmal ein Symbol bei, was sogar auch noch Kühle macht. Also ein Zeichen, was Kühle macht. Das heißt, ihr habt ja auch nochmal Kühle drauf. Ihr könnt diese Dinger also legen. Und danach wechselt ihr einfach wieder aufs Großschwert. Dann seht ihr, die Zeichen bleiben alle liegen. Und jetzt könnt ihr den Gegner da reinlaufen, die auslösen, ihr macht sau viel Schaden, macht auch noch Kühle und habt trotzdem halt eure Hauptkampfsets drin. Von daher, dafür ist ein Stab ganz witzig. Wenn man weiß, wir warten jetzt hier auf Gegner, die gleich angerannt kommen, das kommt zwar wie gesagt heutzutage nicht mehr so oft vor, aber für solche Situationen ist das noch ganz cool und ihr könnt ein bisschen Bonusschaden damit machen. Das zu den Waffen, die man auf jeden Fall dabei haben sollte. Wenn ihr wirklich mal in den Fernkampf müsst, und das sollte im Idealfall nicht vorkommen, aber falls das wirklich mal so ist, beispielsweise in einem sehr hohen Fraktal bei Moosmann oder ein Erzwahrsager, dann könnt ihr natürlich auch eine Axt nehmen. Eine Axt ist ja hier beim Necro auch eher eine Fernkampfwaffe und ja, wenn es nicht anders geht, nehmt halt eine Axt in die Haupthand anstelle des Dolches. Aber versucht im großen Teil drauf zu verzichten. Aber manchmal, klar, verstehe ich, geht's nun mal einfach nicht anders. Das zu den Waffen. Gucken wir uns als nächstes jetzt mal die Waffenskills an, vor allem aber vom Großschwert und dann natürlich auch die Unterstützungsskills. Fangen wir am besten an mit dem Großschwert. Wir haben hier eine Dreier Auto-Attack Chain, das kennt man ja. Die greift insgesamt relativ langsam an, also es sind sehr, sehr langsame Auto-Attacks, allerdings verdammt starke Auto-Attacks. Also auf kaum einer anderen Klasse sieht man hier von den Zahlen her, wenn man sich die mal anguckt, Dämmerschlag 1091 Schaden, Verlöschen des Zwielicht 1309 Schaden und Kühlende Sense 1527 Schaden. Das sieht man auf Auto-Attacks so gut wie nie.
auf irgendeiner Klasse. Allerdings greifen die halt auch relativ langsam an. Ihr seht's da, die Cast-Zeiten davon sind eine Dreiviertelsekunde, Dreiviertelsekunde und sogar eine ganze eine Sekunde. Das sieht man wiederum auch so gut wie nie auf irgendwelchen Auto-Attacks. Cool, aber auch hier mit dem dritten Auto-Attack fügen wir auch Kühle zu, von daher eigentlich gar keine schlechten Skills, werden wir aber auch nicht zu oft benutzen, die Auto-Attacks. Dann als nächstes haben wir Totengräber, einer der absolut geilsten und stärksten Skills, führt einen weiten Schwung aus, der schweren Schaden anrichtet, lädt schneller wieder auf, wenn ihr damit einen angeschlagenen Gegner oder einen Gegner mit wenigen Lebenspunkten trefft. Das hat standardmäßig einen 8 Sekunden Cooldown, allerdings auch eine Cast-Zeit, eine Channel-Zeit von 1/1 Sekunde. Also ihr seht auch hier eine sehr, sehr lange Animation, die lange braucht, um Schaden zu machen. Aber ihr seht es am Schaden 3273. Und das kann sehr, sehr hohe Zahlen erreichen auf Gegner, die viel Verwundbarkeit haben, wenn ihr crittet und wenn ihr natürlich auch noch 25 Stacks Macht habt, dann kommt man hier auf sehr, 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 sehr hohe Zahlen. Und das Coole ist, sobald der Gegner unter 50% Lebenspunkte ist, also auch wieder genau diese typische 50% Lebenspunkteschwelle, dann hat dieser Skill keinen Cooldown mehr. Dann hat er nicht, also der hat nicht mal nicht verringerten Cooldown, sondern einfach gar keinen Cooldown mehr. Und das heißt, dann könnt ihr spammen. Sozusagen ab 50% Lebenspunkte wird sozusagen Totengräber zu eurem Auto-Attack. Und dann kloppt ihr dem Gegner 10.000 Schaden nacheinander rein, wenn nicht sogar mehr, bis 15.000 oder noch mehr. Und das wirklich alle 1/1 Sekunde, weil das ist nun mal halt die Cast-Zeit. Das ist mega cool. Allerdings bedeutet das natürlich nicht, dass wir diesen Skill nur nutzen dürfen, wenn der Gegner unter 50% ist. Dieser Skill hat nun mal nur einen 8 Sekunden Cooldown, was sehr, sehr gering ist. Und von daher den Skill dürfen wir auch einsetzen, wenn der Gegner über 50% ist. Von daher, und das machen viele Necros falsch, die nutzen den Skill einfach nicht, damit sie wissen, wenn gleich der Gegner unter 50% ist, dann muss ich den Skill vom Cooldown runter haben. Das heißt, ich darf den vorher nicht einsetzen, aber bei einem 8 Sekunden Cooldown, ganz ehrlich, haut den raus, wenn ihr ihn habt. Dann haben wir Todesspirale, der Skill ist nicht ganz so gut. Beschwört einen Bohrer aus dunkler Energie an eure Klinge und zerfetzt damit die Rüstung von Gegnern. Macht halt nur 984 Schaden und das nach 6 Treffern. Das heißt, das trifft 6 Mal und nach 6 Treffern hat es gerade mal 984 Schaden gemacht. Ist absolut überhaupt nichts im Gegensatz zu Auto-Attacks oder den Totengräber. Und das hat auch noch eine Sekunde Cast-Zeit. Das heißt, es ist noch länger als zwei der Auto-Attacks und macht auch noch sehr viel weniger Schaden. Von daher, damage-technisch ist dieser Skill hier ein Schadensverlust. Den würde ich nicht nutzen, wenn ihr die Verwundbarkeit nicht braucht. Der macht Nummer 12 Verwundbarkeit. 12 Verwundbarkeit ist nicht schlecht. Allerdings generell, wie gesagt, wir spielen in einem Team. Da macht jeder irgendwie ein bisschen Verwundbarkeit und wir als Necro sowieso. Allein schon durch unsere Trades und die Skills, die wir sonst so mit haben. Von daher dürfte eigentlich Verwundbarkeit kein so großes Problem sein. Und dann könnt ihr ruhig auf diese Todesspirale komplett verzichten. Den müsst ihr eigentlich nicht nutzen. Wenn ihr aber mal seht, der Gegner hat natürlich gar keine Verwundbarkeit drauf, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr den Skill mal reinhauen, denn 12 Verwundbarkeit sind besser als nichts. Und es kommt ja dem ganzen Team zugute, selbst wenn ihr dann ganz kurz persönlich niedrigeren DPS habt, weil ihr ja diesen Skill eingesetzt habt. Dann als nächstes wieder einen sehr, sehr guten Skill, Anbruch der Nacht. Ruft eine wachsende Schattensäule herbei, die euren Gegner mit jedem Pulsieren Schaden und Zustände zufügt. Hier ist die Beschreibung des Skills leider ein bisschen irreführend, denn hier steht auch Schaden nur 764, das heißt noch weniger. Im Prinzip ist es jetzt von allen Skills, die wir bisher hatten, der Skill, der den wenigsten Schaden macht. Allerdings pulsiert dieser Skill, da steht ja auch Pulse 4 und dieser Schaden, der da dran steht, das ist nicht der Schaden insgesamt nach den 4 Pulsen, sondern das ist der Schaden pro Puls. Das ist ein bisschen blöd. Warum die das hier nicht gemacht haben wie bei Brunnen, weiß ich auch nicht. Denn hier bei Brunnen beispielsweise, da steht auch Pulse, also das pulsiert. Und da steht beispielsweise am Schaden dran, Schaden 6 Mal und dann 4314. Das heißt, es ist der Schaden zusammengerechnet aus diesen ganzen 6 Pulsen, darum steht der auch 6 Mal, weil es 6 Mal pulsiert und der zusammengerechnete Schaden sind dann halt hier 4314. Warum die das bei diesem Skill nicht gemacht haben und hier hingeschrieben haben, Schaden 4 Mal 3000,
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das muss man sich natürlich auch erstmal dann selber errechnen. 764 hört sich jetzt echt nicht viel an, aber wenn man sagt, der pulsiert viermal und das mal vier, dann kommt man halt auch auf 3000. Und dann ist das sehr, sehr viel stärker als unser Autotech und sehr, sehr viel stärker als die Todesspirale und kommt sogar fast an den Schaden von Totengräber ran, denn der macht ja auch nur 3273. Von daher, dieser Skill ist eigentlich ziemlich cool, blendet auch noch Gegner und verkrüppelt sie. Was auch ziemlich cool ist, von daher das hier auch auf jeden Fall ein Skill, den ihr auf jeden Fall nutzen solltet und auf Cooldown halten solltet, denn der macht auch sehr, sehr guten Schaden. Müsst allerdings auch ein bisschen aufpassen, das ist ein Kombofeld Dunkel, das heißt, damit legt ihr ein Dunkelfeld. Einerseits will man natürlich in manchen Situationen Dunkelfelder haben, andererseits will man absolut überhaupt gar keine Dunkelfelder haben, von daher auch ein bisschen aufpassen, was euer Team gerade will. Und als letztes haben wir noch zupackende Dunkelheit. Ruft Clown der Dunkelheit aus dem Schatten herbei, die eure Gegner angreifen, sie mit einem Zustand schwächen und zu euch ziehen. Ihr haltet Lebenskraft für jeden getroffenen Gegner. Das hier ist sozusagen ein Pull, damit könnt ihr Gegner aus Entfernung ranpullen. Allerdings aufpassen, der Pull ist sehr, sehr kurz. Also die Reichweite davon ist wirklich extrem kurz. Kürzer als bei jedem anderen Pull im Spiel. Wenn man sich mal andere Pulls anguckt, wie beispielsweise hier der Necro hat einen Spektralgriff. Damit könnt ihr auch zwar nur einen Gegner, aber könnt ihr einen Gegner ranziehen. Da steht Reichweite 1200. Das ist im Prinzip die ganz normale Pull-Reichweite, die auch alle anderen haben, wie zum Beispiel Skorpiondraht vom Dieb und sowas. Und der hier hat nur 750. Das ist extrem kurz. Also normale Fernkampfwaffen haben schon alleine eine Reichweite von mindestens 900. Und der hier hat nur 750. Also da muss man wirklich aufpassen. Die Reichweite ist extrem gering. Der Skill macht verdammt wenig Schaden. Ihr seht es auch, 1091, das ist auch im Prinzip weniger als alles andere, was wir so haben. Klar, der erste Auto-Attack macht genauso viel, aber so toll ist es nicht. Und das channelt auch genauso viel wie unser erster Auto-Attack. Ist es kein super mega guter Skill. Aber macht halt auch, ihr kriegt damit auch noch Kühle drauf. Und klar, ihr könnt damit mehrere Gegner nicht nur ranziehen und selbst wenn... Ihr könnt die halt auch crowd-controllen, selbst wenn sie halt schon im Nahkampf sind. Auch nicht schlecht, wenn man mal Trash-Mobs kurze Zeit aus dem Spiel rausnehmen will. Macht halt auch noch Kühle und so viel Schaden wie der erste Auto-Attack. Aber so toll ist der Skill nicht. Also im Prinzip haben wir hier drei coole Skills. 1, 2 und 4. Und zwei blöde Skills, nämlich 3 und 5. Und so in dieser Prioritätenfolge sollten wir eigentlich auch unsere Skills benutzen. Beziehungsweise... manche Skills dann halt auch einfach überhaupt nicht benutzen, wie die 3 und 5, die würde ich halt einfach weglassen. Das zu den Skills, Skills vom Dolch und, ja, gucken wir uns die nochmal ganz kurz an. Im Prinzip auf dem Dolch, das Wichtigste sind die Auto-Attacks, die haben zwar keinen ganz so hohen Schaden wie vom Großschwert, wie ihr seht, allerdings auch nicht schlecht, also die Zahlen, die da drin stehen, sind auch nicht zu verachten und vor allem attackieren wir einfach super mega schnell damit. Also man hat eine sehr, sehr viel höhere Angriffsgeschwindigkeit als mit dem Großschwert und das haut das halt locker wieder raus und ich würde sogar fast sagen, dass der DPS von Dolch-Auto-Attacks größer ist als von Großschwert-Auto-Attacks. Also würde ich fast behaupten, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber die können sich echt sehen lassen und machen auch noch ein bisschen Lebenskraft und sind sozusagen auf dem Dolchset unsere Haupt-Damage-Quelle. Sonst 2 und 3 sind nicht ganz so interessant, machen auch nicht so viel Schaden. Hiermit können wir ein kleines bisschen Lebenspunkte wieder generieren. Der hier channelt auch extrem lang. Hier steht zwar auch 2682 als Schaden dran, allerdings, ihr seht, der channelt 3,5 Sekunden. Und wenn man das jetzt mal auf eine Sekunde runterrechnen würde, also ganz grob gerechnet durch 3, dann kommt man hier auch nur auf knapp über 850 circa. Und dann ist es auch gar nicht mehr so toll, was der Skill an Schaden macht. Klar, man kann ein bisschen Lebenspunkte regenerieren, wenn euch das am Leben hält und dafür sorgt, dass ihr nicht sterbt, ist es natürlich toll, dann nutzt den Skill, aber sonst eher nicht. Und der Dreier-Skill Dunkler Pakt macht auch ziemlich wenig Schaden, aber immobilisiert den Gegner. Hauptsächlich interessant, wenn man eine Breakbar brechen will. Das heißt, wenn ihr Probleme mit Breakbars habt, könnt ihr den Skill benutzen, aber sonst auch einfach weglassen. Das heißt, nur den Auto-Attack nutzen. Wie gesagt, auf dem Fokus den 4er-Skill immer raushauen, den 5er-Skill nur nutzen, wenn der Gegner Segen hat und auf dem Horn immer den 5er-Skill anmachen, macht halt Schaden, regeneriert Lebenskraft und den 4er-Skill nutzen, um Breakbars zu brechen. Das zu den Waffenskills, gucken wir uns jetzt die Unterstützungsskills an. Als erstes die Heilskills, auch hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ich persönlich bin ein großer Oldschool-Fan, sage ich jetzt einfach mal, ich nutze total gerne Zustände verzehren.
im Prinzip heilt uns das, heilt uns sogar ziemlich gut mit 5000. Das ist ein relativ guter Heilskill. Wirklich viel mehr heilen tun uns die anderen Heilskills auch nicht. Und vor allem, wir verzehren auch noch alle Zustände, an denen wir gerade leiden. Die sind dann alle weg. Und wir heilen uns auch noch mehr für jeden Zustand, den wir hatten. Das heißt, damit können wir sogar einen sehr, sehr hohen Heilburst raushauen, den sonst kein anderer Heilskill hinkriegt. Allerdings, und das ist der einzige Negativpunkt hier, wir hauen uns selbst 5 Verwundbarkeit rein. Das heißt, 5 Selbstverwundbarkeit muss man also ein bisschen aufpassen. Auf einem 30 Sekunden Cooldown, ja, hast du ein normaler Cooldown für einen Heilskill. Aber den mag ich sehr gerne. Wir haben aber auch verdammt viele Alternativen. Wir könnten beispielsweise den Brunnen mitnehmen. Brunnen haben wir ja sowieso ein bisschen upgegradet. Klar, hier 40 Sekunden interner Cooldown ist schon mal höher. Aber wir könnten hier auch noch unsere Verbündeten mitheilen. Wir heilen uns selbst um 5240. Also ihr seht, die Selbstheilung ist genauso wie bei Zustände verzehren. Klar, wenn wir auch noch Zustände wirklich wegmachen, ist es natürlich höher. Aber der hier pulsiert auch nochmal 5 Sekunden insgesamt. Und gibt uns nochmal ungefähr 1200 bis 1300 Lebenspunkte mehr über die Zeit, über diese 5 Sekunden. Und heilt auch noch alle Verbündeten, ist also auch nicht schlecht. Sonst hätten wir noch jetzt ganz neu, wenn ihr Kampfschreie nutzen wollt, eure Seele gehört mir, heilt euch selbst, erhaltet Lebenskraft und trefft Gegner um euch herum, wobei ihr von jedem getroffenen Gegner zusätzlich Lebenskraft absorbiert, das heißt, wir heilen uns selbst und zwar nicht ganz so viel wie bei den anderen Heilskills, aber wir füllen auch noch unsere Lebenskraft wieder auf. Das heißt, das hier ist ein Skill, der gibt uns sozusagen Heilung für Lebenspunkte und Heilung für Lebenskraft sozusagen. Ist also auch nicht schlecht. Vor allem ist es ein Kampfschrei, gerade wenn ihr viele Kampfschreie nutzen wollt und vielleicht auch in den Trades, wo war es hier, Kampfschreie geskillt habt, dass die auch noch zusätzlich Leben abzapfen, ist es also auch nicht verkehrt, den zu benutzen. Oder wenn ihr was wollt, das waren jetzt alles im Prinzip Heilskills, die einfach nur dazu da sind, uns zu heilen und uns irgendwie am Leben zu erhalten. Es gibt aber auch Heilskills, die auch noch zusätzlich unseren Damage erhöhen können. Da wäre beispielsweise der Blutunhold, der heilt zwar wirklich nicht sehr viel, der heilt nämlich nur 3960, wenn wir ihn dann essen, den Blutunhold, den können wir beschwören, ist halt ein Minion, der fliegt mit uns rum, allerdings greift er an, das heißt, er macht noch ein bisschen Zusatzschaden. Das ist zwar nicht viel, aber klar, selbst 239 Schaden, was der hier macht, ist mehr Schaden als 0 Schaden zu machen, von daher wäre es natürlich ein kleiner DPS in Increase, wenn wir den besorgen und vor allem die Angriffe von ihm übertragen auch noch Lebenspunkte auf uns selbst, das heißt, wir kriegen auch noch so ein bisschen passive Heilung und wenn wir essen bzw. verzehren halt 3960, das ist das niedrigste bisher, aber das wäre halt eine Möglichkeit. Wenn ihr aber allerdings einen Damage, ebenfalls noch einen Damage Increase wollt, allerdings ohne Minion, dann könnt ihr auch im Siegel des Vampirismus nutzen. Das heilt uns passiv bei gegnerischen Treffern, das heißt, wenn wir getroffen werden, heilt uns das ein bisschen. Oder wir können es auch aktivieren, das markiert einen Gegner und der hat dann 25 Stacks vampirisches Zeichen drauf. Und jede Attacke, die der abkriegt, entfernt einen von diesen Stacks und der die Attacke gemacht hat, zapft halt Leben ab. Das heißt, auch damit können wir dafür sorgen, dass der Gegner Bonusschaden kriegt durch Leben abzapfen, denn das macht ja auch Schaden, Leben abzapfen. Das heißt, der kriegt dann ein bisschen Bonusschaden und vor allem heilt es auch noch uns und unsere Verbündeten, indem sie selbst auch noch ein bisschen Lebenspunkte abzapfen. Ist also auch ein bisschen teamsupportig. Also ihr seht, wir haben hier, können hier im Prinzip so gut wie jeden Heilskill nutzen, den der Necro zur Verfügung hat. Hier heilender Samen, das ist mein Silvari-Heilskill, von daher lasse ich den jetzt mal raus. Aber wirklich jeder einzelne Heilskill vom Necro hat irgendwie einen Nutzen. Und ich nehme aber meistens jetzt in letzter Zeit, hatte ich immer drin halt den Ruf, einfach weil es neu ist, darum habe ich den Kampfschrei mitgenommen, aber eigentlich bin ich wirklich eher so der Oldschool-Typ mit Zustände verzehren, entscheidet aber auch hier selbst, die gehen alle. Kommen wir zu den Unterstützungsskills. Es gibt im Prinzip 2 Skills, die ich so gut wie nie rauswechsel. Das sind einmal Siegel der Bosheit, hauptsächlich wegen dem Passiven. Passiv verbessert Kraft, gibt uns 180 Kraft. Auch das haben viele andere Klassen. Krieger hat sowas, Wächter hat sowas und auch Dieb hat sowas. Gibt auch eigentlich auf jeder Klasse immer 180 Kraft. Lässt man einfach passiv da, benutzt man nicht, hat halt 180 Kraft mehr, ist nie verkehrt, gerade auf einem Bersi-Bild. Und dann habe ich meistens noch den Brunnen des Leidens drin. Ist halt ein Brunnen, der erstmal extrem viel Schaden macht. Ihr seht, es ist die höchste Zahl, die wir überhaupt bisher beim Necro gesehen haben. Steht 4314. Allerdings über diese 6 Sekunden natürlich. Wenn man das dann wieder runterrechnet, ist es auch wieder gar nicht so viel, aber ist halt der Brunnen, der am meisten Schaden macht. Und er pulsiert auch noch Verwundbarkeit. Das heißt, auch hier kriegen wir noch Verwundbarkeit zusätzlich auf den Gegner drauf. Ist also auch sehr gut. Ist sozusagen unser bester Brunnen.
Und den habe ich auch meistens mit. Jetzt allerdings neuerdings mag ich auch sehr, sehr gerne noch Leidet. Das ist ebenfalls ein Kampfschrei. Verursacht Schaden an Gegnern um euch herum und unterkühlt sie, überträgt Zustände auf jeden Gegner, den ihr trefft. Das ist halt auch ganz cool, dass erstmal Zustände von uns runtergenommen werden, auf den Gegner übertragen werden und alle Gegner Kühle abkriegen. Also auch wieder ein Skill, womit wir Kühle auf den Gegner draufkriegen, um unsere Traits auszulösen. Und es macht halt auch einfach nochmal Schaden. Auch 504 dafür, dass es ein Ruf ist, der sofort auslöst und nur in 20 Sekunden Cooldown hat, ist es eigentlich nicht verkehrt. Von daher ist das ein cooler Ruf. Das ist sozusagen das Standard-Loadout. Allerdings gibt es noch sehr, sehr viele andere Utilities, die ebenfalls gut sind. Denn zu den Rufen haben wir noch vieles andere. Beispielsweise, ihr seid alle Schwächlinge, ist auch nicht schlecht. Der macht nämlich auch ziemlich viel Schaden. Außerdem gibt uns der selber Macht und auch nochmal mehr Macht für jeden Gegner, den wir treffen. Das heißt, gerade wenn ihr nicht in einem optimalen Team seid oder wenn ihr solo unterwegs seid, wäre das hier eine Alternative an Kampfschreien, denn somit könnt ihr euch selbst Macht stacken. Wenn man jetzt mal sagt, er kann 5 Ziele treffen, wir kriegen selbst 5 Macht und auch nochmal 1 Macht für jeden Gegner, den wir treffen, haben wir uns mal eben 10 Macht gerufen sozusagen. Außerdem kriegen auch noch alle Gegner Schwäche. Macht sorgt natürlich dafür, dass alle Gegner weniger Schaden machen. Außerdem macht der Ruf selbst auch noch Schaden. Und vor allem, und das ist auch ganz interessant, das hier ist ein Stunbreaker. Das heißt, dieser Ruf hebt Betäubungen auf. Also auch dafür wäre das hier eine ganz coole Alternative, falls ihr mal einen Stunbreaker braucht. Also auch kein schlechter Ruf. Außerdem auch noch gut, nichts kann euch retten, verursacht Schaden an Gegnern um euch herum und wandelt ihre Segen in Verwundbarkeit. Jetzt nicht so wichtig, aber eure Angriffe können für kurze Zeit nicht geblockt werden, wobei die Dauer sich für jeden Gegner, den ihr trefft, verlängert. Das heißt, das hier ist ein Skill, womit wir erstens Verwundbarkeit auf den Gegner machen können, wenn er Segen hat, und auch noch ein bisschen Schaden machen. Die Rufe machen übrigens fast alle gleich viel Schaden. Klar, 2 Rufe hier, der ist auch ein kleines bisschen niedriger als der anderen, aber wir sorgen dafür, dass unsere Angriffe nicht geblockt werden können. Das für 4 Sekunden und das ist eigentlich sogar ziemlich lang. Und gerade für jeden Gegner, den wir treffen, verlängert sich diese Zeit auch noch um eine Sekunde. Das heißt, wir können hier vielleicht sogar auf 9 Sekunden Unblockbarkeit kommen. Aber selbst 4 Sekunden unblockbar ist schon nicht schlecht, denn die meisten Gegner, die blocken gar nicht über 4 Sekunden oder maximal 4 Sekunden. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, im Prinzip haben ja die Gegner ähnliche Skills wie die Spieler. Und jetzt nennt mir mal einen Skill, der länger als 4 Sekunden blockt. Das gibt's nicht wirklich oft im Spiel. Und von daher kommt man mit diesen 4 Sekunden Blocken und Blockbarkeit eigentlich super aus. Klar, es gibt Gegner, die können länger blocken. Beispielsweise der Schamane ganz am Ende vom Vulkanfraktal, wenn er in seine Blase geht, der blockt natürlich ewig lange. Aber die meisten blocken halt, 2, 3, 4 Sekunden. Und wenn wir dann diesen Ruf anmachen, können wir es halt einfach komplett ignorieren und ihn einfach weiter kaputt hauen. Von daher, das hier ist auch ein sehr, sehr guter Ruf, wenn ihr wisst, ihr trefft auf Gegner, die blocken. Beispielsweise im Schaufler-Fraktal gibt es so einen Zwischenboss, der sehr lange blocken kann. Und dann als letztes haben wir noch verursacht Schaden an Gegnern um euch herum. Ruft in der Nähe jedes Gegners, den ihr trefft, einen wankenden Schrecken und weitere Schrecken herbei. Wankende Schrecken absorbieren Schaden für ihren Gebieter, solange sie angreifen. Das ist ehrlich gesagt der Skill, den ich am blödesten finde. Für jeden Gegner, den wir treffen, rufen wir halt Minions herbei, aber ich bin sowieso nicht so der Minion-Fan und das hier ist auch kein großes Minion-Bild. Das heißt, die Minions sind sowieso nicht groß gebufft durch unsere Traits, von daher, ja, von den Rufen ist das sozusagen der blödeste, aber die anderen drei sind alle sehr, sehr cool. Gucken wir uns auch nochmal die Brunnen an, denn genauso wie bei den genauso wie bei den Rufen ist es auch bei den Brunnen, dass die alle sehr, sehr cool sind. Wir hätten hier nämlich beispielsweise noch der Zielbereich pulsiert und wandelt auf Gegner wirkende Segen in Zustände um. Auch das kann hilfreich sein. Klar, es gibt Gegner, die sich Segen geben. Klar, das passiert nicht so oft im PvE, darum habe ich den auch standardmäßig nicht immer drin. Aber situationsbedingt kann man den durchaus mal reinmachen. Außerdem ist das hier auch der zweite Brunnen, der wirklich Schaden macht. Das heißt sozusagen der zweitstärkste Damage-Brunnen. Wenn es euch also einfach nur um reinen Schaden geht, wäre auch das hier eine gute Alternative. Und dann scheißt man halt einfach darauf, dass Segen in Zustände umgewandelt werden. Aber man hat halt einfach den Schaden. Trotzdem
merken, dass man sowas kann. Dann haben wir noch, der Zielbereich pulsiert und verwandelt auf verbündete wirkende Zustände in Segen. Im Prinzip genau andersrum als der im Brunnen von gerade noch. Das heißt, Zustände werden in Segen umgewandelt für Verbündete. Kann also auch sehr, sehr hilfreich sein. Gerade in Fraktalen, wo man randommäßig durch Treffer irgendwelche Zustände abkriegt. Außerdem gibt's auch noch pulsiert, der auch noch Stabilität, macht allerdings keinen Schaden. Und als letztes auch ein sehr, sehr hilfreicher Brunnen, der Zielbereich pulsiert und blendet Gegner in jedem Puls. Das heißt, auch hier über 5 Sekunden Perma-Blind sozusagen. Damit unterstützen wir ein bisschen unsere Diebe und Ingis und Elementarmagier, beziehungsweise wenn sowas gar nicht im Team ist, können wir damit auch dafür sorgen, dass Trash-Mobs immer schön geblendet werden. Das heißt, hier sind sogar alle Brunnen richtig cool. Allerdings macht er hier auch keinen Schaden. Das heißt, am Brunnen sind sogar alle gut. Aber auch das war noch nicht alles, denn es gibt natürlich noch andere coole Sachen. Ein Skill, den ich auch in letzter Zeit immer öfter und öfter mitnehme, ist zum Beispiel die korrosive Giftwolke, denn die hat auch noch gar nicht seit allzu langer Zeit, aber die kann Projektile zerstören. Das heißt, die ist für 8 Sekunden da, was relativ lange ist, und zerstört alle Projektile. Das heißt, wir haben hier sogar auch mit dem Necro, und das ist was, damit hätten wir eigentlich gar nicht gerechnet, aber wir haben tatsächlich mit dem Necro Projektilabwehr und das muss man sich auch erstmal klar machen. Normalerweise ist das ja was für Mesmer und Wächter, aber wir haben jetzt hier tatsächlich auch noch eine 8-sekündige Wand, die Projektile zerstört. Klar, die reflektiert die nicht, sondern zerstört die nur, aber kurzzeitig war dieser Skill sogar mal so verbuggt, dass dieser Skill sogar Projektile zerstören konnte, die eigentlich unblockbar waren. Das heißt, Projektile, die einfach trotzdem Wände und sowas ignoriert haben, beispielsweise der alte Tom im unkategorisierten Fraktal, da gibt's ja diesen Zwischenboss, der so in so einem Raum steht, wo Gift ist, und der setzt sich mal auf den Boden und dreht sich dann und in alle Richtungen fliegen so grüne Projektile und die kann man eigentlich nicht reflektieren oder zerstören oder sowas. Aber diese korrosive Giftwolke konnte das komischerweise trotzdem. Und von daher war das Skill mal richtig stark. Aber jetzt wurde es genervt, beziehungsweise gefixt. Aber Projektile zerstört es halt normalerweise immer noch. Von daher auch im Hinterkopf behalten, dass man sowas hat. Sonst hätten wir hier auch noch Blut ist Macht. Das heißt, auch hier wieder ein Skill, wenn ihr in einer nicht ganz so optimalen Gruppe unterwegs seid und es fehlt euch an Macht, könnt ihr euch hiermit selbst 8 Macht geben. Allerdings gebt ihr euch da selbst 2 Blutungen durch. Trotzdem 8 Macht haben oder nicht haben ist also auch nicht schlecht. Sonst hätten wir hier noch ein paar Skondi-Skills, nicht alles so wichtig. Ja, Siegel der Heuschrecke, läuft 25% schneller, brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir den Trade drin haben, dass wir mit Dolchen 25% schneller laufen. Hier mit Pestsiegel können wir Zustände von uns auf einen Gegner schicken. Das heißt, wenn ihr mal in einem Fraktal seid, wo ihr sau viele Zustände abkriegt, könnt ihr die damit loswerden. Außerdem ist auch noch ein Stunbreaker. Und dann hätten wir hier noch sonst eigentlich nur noch an den Minions einmal den Fleischwurm herbeirufen. Der ist ganz cool, denn damit können wir uns teleportieren. Wir können also einen Fleischwurm herbeibeschwören auf eine 1200er Reichweite. Und können das den Skill dann nochmal benutzen, dann teleportieren wir uns an den Ort des Fleischwurms. Das heißt, damit können wir Teleport-Tricks machen. Und vor allem das Teleportieren zum Fleischwurm hin zählt auch als Explo-Finisher. Das heißt, das hier wäre einer von 2 Explo-Finishern, den wir hier wirklich gut als Schnitter bzw. Necro haben. Allerdings haben wir da natürlich einen 32 Sekunden Cooldown auf dem Fleischwurm. Darum lohnt sich das eigentlich nicht groß. Und dann hätten wir noch die Knochendiener, die haben auch ebenfalls, wenn wir die beschwören, das kann ich mal eben machen, haben wir einen Explo-Finisher drauf, die können wir beschwören. Dann haben wir 2 Knochendiener, die stehen jetzt hier leider genau beide auf einem Punkt, aber es sind eigentlich 2. Steht ja auch dran, ruft 2 Knochendiener her. Ah, jetzt sehen wir es gerade, dass es 2 sind. Der eine guckt nämlich gerade nach rechts. Genau, es sind 2. Und wenn wir den Skill benutzen würden, dann explodieren die. Können wir 2-mal benutzen, werden also 2 Explo-Finisher. Aber hier auch ein kleiner Trick, das habe ich eigentlich schon im anderen Necro-Video gezeigt. Ihr könnt im Prinzip einen explodieren lassen, ist dann ein Explo-Finisher. Und jetzt einfach den Skill wechseln zu irgendwas anderem, zum Beispiel wieder hier, dann geht zwar der andere Knochendiener weg, aber ihr habt wenigstens den Skill hier nicht auf Cooldown gehauen. Das heißt, ihr habt einen sozusagen kostenlosen Explo-Finisher gemacht, ohne einen Cooldown zu opfern. Wäre es also auch ein kleiner Trick, den ihr hier nutzen könnt damit mit den Knochendienern. Ja, das eigentlich zu den ganzen Unterstützungsskills, die wirklich richtig was bringen. Die Spektralfertigkeiten sind auch nicht schlecht. Spektralrüstung haben wir eigentlich schon in einem Trade drin, brauchen wir also nicht unbedingt. Obwohl, nee, das hatten wir nur in dem einen Trade, ne? Nee, also Spektralrüstung macht halt, dass wir selber Lebenskraft bekommen, wenn wir getroffen werden, füllt also schneller unseren Schleier wieder auf, aber hauptsächlich eigentlich nur für Schleierbuilds interessant. Sonst haben wir noch Spektralgriff, das hier war der Skill, den ich euch schon gezeigt habe, ist halt ein Pull, braucht man auch nicht zu oft eigentlich, aber hin und wieder mal ganz hilfreich, wenn man mal einen Gegner pullen kann, macht auch noch Kühle.
und dann hätten wir noch Spektralgang, gibt uns für 30 Sekunden Eile. Das heißt, bei wirklich extrem langen Skips, wo man das wirklich braucht, könnt ihr den mal reinmachen. Das gibt dann nämlich 30 Sekunden Eile, was verdammt cool ist. Das zu allen Unterstützungsskills. Gucken wir uns noch den Elite-Skill an. Auch hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ich nehme super gerne den Fleischgolem mit, gerade jetzt durch den Buff der Minions, den es letztens gab, dass Minions nur noch 5% Schaden kriegen, das heißt 95% verringerten Schaden haben. Das heißt, der Fleischgolem, der stirbt so gut wie nie. Und wir haben halt, wenn wir den beschwören, haben wir halt mit diesem Ansturm-Skill, Sturmangriff, einen Skill, der extrem viel Breakbar zerstören kann. Das heißt, wenn wir das auf einen Gegner oder einen Boss schicken, der eine Breakbar hat, dann macht das extrem viel von der Breakbar weg. Von daher ist das ein sehr, sehr cooler Skill, den ich gerne mit habe. Alternativ könnt ihr aber auch Lichtgestalt nehmen. Der könnt ihr halt alle 180 Sekunden, was eine verdammt lange Zeit ist, aber dann halt für besondere Bosse aufheben, könnt ihr euch in eine riesengroße Licht verwandeln, der sehr, sehr starke Auto-Attacks hat. Bin ich aber kein so großer Fan von, weil ich eigentlich die normalen Skills wie Brunnen und Großschwert und Schleier und so eigentlich so cool finde, da will ich mich nicht 15 Sekunden im blöden Licht verwandeln, auch wenn der starke Auto-Attacks hat, aber ob der Licht jetzt wirklich so viel mehr rausholt, als ich sowieso mit meinen Attacken mache, da bin ich mir auch nicht so sicher. Oder alternativ jetzt auch ganz neu, auch hier wieder ein Schrei, nämlich durchgefroren bis auf die Knochen. Gefriert alle Gegner um euch herum und erzeugt Zustände bei ihnen, erhaltet Segen für jeden Gegner, den ihr gefriert. Auch der hier macht ziemlich viel Schaden, ihr seht 1439, außerdem macht es Kühle auf alle Gegner um euch herum und auch noch 2 Sekunden Betäubung. Kann also auch ebenfalls Breakbars zerstören, wenn es unbedingt sein muss. Von daher ist auch der Skill hier ein sehr, sehr guter Skill, den ihr alternativ zum Fleischgolem reinnehmen könnt, wenn ihr gar keinen Golem wollt. Aber ich persönlich finde ihn eigentlich ganz cool, auch wenn vielleicht tatsächlich sogar durchgefroren bis auf die Knochen vielleicht sogar ein bisschen besser wäre. Das dazu. Jetzt fällt mir aber gerade noch ein, wir haben uns noch gar nicht den Schleier angeguckt. Das heißt, da wollen wir auch nochmal ganz schnell die Skills durchgehen. Darum mache ich den jetzt auch mal. Ist jetzt natürlich blöd, dass sich der Schleier jetzt natürlich langsam niedriger macht und ich deswegen nicht mich ein bisschen beeilen muss, aber ich habe gerade extra in den Trades reingenommen, das kann ich auch mal zeigen, hier extra die Seelenernte, damit ich hier die langsame Ausdauerregeneration habe von dem Schleier, dann kann ich jetzt hier nämlich mehr zeigen. Wir machen also an. Wir haben hier auch einen 3er Auto-Attack mit mittlerem Schaden, allerdings gibt er halt auf jedem Auto-Attack Macht, ist eigentlich nicht schlecht. Könnt ihr benutzen, wenn alles andere auf Cooldown ist, außerdem sehen wir auch sau cool aus. Dann haben wir jetzt Sturmangriff des Todes, rutscht vorwärts und zerstört Projektile, die euch in die Quere kommen, blendet Gegner am Zielort, diese Fertigkeit übernimmt Eigenschaft von dunkler Fahrt. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Skill, der blendet Gegner, trifft mehrere Ziele und macht auch ziemlich viel Schaden. Das heißt, auch das hier ist ein Skill, den wir auf jeden Fall in unsere Damage-Rote einbauen sollten. Nutzen wir, dann haben wir hier einen Skill, der gibt uns Stabilität. Auch das war immer ein Problem vom Necro. Klar, es ist nicht sehr viel Stabi, das wir kriegen, aber wir kriegen Stabi, können wir also zwischendurch mal anmachen. Und wir können die Stabi sogar auch explodieren lassen, um Furcht einzuflößen. Das heißt, das hier wäre eine Möglichkeit, um Furcht auf den Gegner drauf zu kriegen. Das habe ich ja schon gesagt. Unsere Furcht flößt ja jetzt auch Kühle ein. Das heißt, wenn wir einem Gegner Furcht geben, machen wir auch Kühle. Bisher hatten wir noch gar keinen wirklichen Skill, um Furcht zu machen. Damit hätten wir jetzt einen, wenn wir die Stabi explodieren lassen wollen. Da müsst ihr halt immer entscheiden, wollt ihr die Stabi lieber benutzen oder wollt ihr Furcht einflößen oder wollt ihr einfach überhaupt nichts machen, dann könnt ihr natürlich lieber andere Skills nutzen. Das wäre aber eine Möglichkeit. Jetzt kann ich es natürlich schlecht zeigen, aber der Vierer-Skill, der ist im Prinzip ein Wirbel, der auch ein Damage Increase ist. Das heißt, den solltet ihr auch auf Cooldown halten. Trifft auch mehrere Ziele, hat eine saugroße Reichweite, wirbelt sich halt wie verrückt rum. Zählt auch als Wirbelfinisher und macht Schaden. Ach, was, wisst ihr was? Ich werde mal kurz einen Cut machen und meine Lebenskraft wieder auffüllen. Und dann können wir uns das nämlich anständig angucken. So, Lebenskraft ist wieder voll. Ich bin schön an so einem Stachelrücken-Borsten-Typ gereckt. Aber machen wir weiter. Also der Vierer-Skill hier. Dreht euch und fügt Gegner in der Nähe Schaden zu. Mit jedem Treffer verursacht ihr einen Zustand. Diese Fertigkeit übernimmt Eigenschaft von Lebensübertragung. Und das hier ist halt der Vierer-Skill, womit wir Leute wegteleportieren können. Das hatte ich ja bereits schon gesagt. Und macht sau viel Schaden. Solltet ihr auf jeden Fall auch benutzen. Und dann haben wir noch Sense des Henkers. Führt einen mächtigen Überhandschlag aus, um ein einzelnes Ziel zu betäuben. Richtet umso mehr Schaden in, je weniger Lebenspunkt das Ziel hat. Hinterlasst ein Eisfeld. Das heißt, damit machen wir ein Eisfeld und auch noch Kühle. Und machen sehr, sehr viel Schaden, wenn der Gegner unter 25% ist. Wir können auch kombinieren, hier ein Kühlefeld legen und dann Wirbelfinisher reinmachen und sowas. Geht also auch. Allerdings finde ich den Skill insgesamt eigentlich nicht so gut. Der hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt, vor allem weil der auch eine Viertelsekunde channelt, aber der kann eigentlich ganz witzig sein. Also
Ich benutze ihn im Prinzip wirklich nur, wenn der Gegner unter 25% ist. Sonst finde ich den Skill nicht ganz so gut. Klar, er macht Kühle und hinterlässt ein Eisfeld und macht auch ganz gut Schaden, aber ja, im Prinzip finde ich ihn wirklich nur gut, wenn der Gegner unter 25% Lebenspunkt ist. Also dann könnt ihr den nutzen, sonst würde ich den aber auch im Prinzip weglassen. Das heißt, unsere Haupt-Damage-Skills im Schleier sind der 2er-Skill und der 4er-Skill, die beiden. Ihr könnt dann noch zwischendurch mal Auto-Attacks einwerfen, wenn ihr auf Cooldowns wartet, aber sonst hauptsächlich 2 und 4 und dann wieder raus aus dem Schleier. Das zu allen Skills. Jetzt, bevor wir uns die Damage-Rote angucken, will ich nochmal ganz kurz auf den Necro im Team eingehen. So, also eine kleine Diskussion, warum überhaupt der Necro bisher so schlecht war und ob sich jetzt was geändert hat und was sich geändert hat und wie es jetzt überhaupt für den Necro aussieht. Denn, ja, der Necro, wie gesagt, war eigentlich von allen 8 Klassen, die es bisher immer so gab, die einzige, die wirklich alle kacke fanden, was Dungeons oder vor allem Speed-Clears anging. Viele fanden ihn natürlich cool, einfach aus Coolness-Gründen, weil der Necro einfach nur mal eine coole Sau ist. Und das ist ja auch tatsächlich so. Nur sobald man dann von den Style-Elementen weggegangen ist und sich wirklich die Effektivität angeguckt hat, gerade wenn es dann um Speed-Clears und sowas ging, da konnte halt der Necro wirklich nicht viel mitbringen. Erstmal hatte er einen relativ niedrigen DPS, das heißt, er hat gegen fast alle anderen Klassen auch im Schaden abgekackt und hat halt auch wirklich absolut gar nichts fürs Team mitgebracht. Klar, der Necro konnte Sachen wie zum Beispiel Blenden und Verwundbarkeit machen. Das konnten andere Klassen, die einen höheren DPS haben und auch noch andere gute Sachen fürs Team machen konnten, konnten das aber auch. Von daher nur deswegen musste man kein Necro mitnehmen. Und darum im Prinzip brachte es einem Team nichts, ein Necro mitzunehmen, weil der Necro nichts Neues mit ins Team brachte. Und von daher anstelle eines Necros mitzunehmen, konnte man halt auch einfach irgendwas anderes mitnehmen, was dann halt eventuell im blödsten Fall, weil man es doppelt hatte, ebenfalls nichts Neues fürs Team mitgebracht hat, aber wenigstens einen höheren DPS hatte. Und ArenaNet wollte jetzt natürlich, weiß das natürlich und wollte natürlich den Necro auch ein bisschen besser aufstellen und das haben sie ja auch eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ihm ein Großschwert gegeben, alle Leute waren gehypt, jeder wollte unbedingt einen Schnitter spielen und der ist ja auch saucool. Und macht nun auch um einiges mehr Schaden. Die Sache ist nur, fürs Team bringt er halt immer noch nichts mit. Von daher ist dieser Anfangshype, wo jeder total, im Prinzip, wo jeder sich unbedingt einen Schnitter erstellen wollte und auch einen Schnitter aktiv spielen wollte, ist denn der Hype relativ schnell verflogen. Denn das, was eigentlich der zentrale Kritikpunkt am Necro war, das ist immer noch nicht verbessert. Also klar, der Necro hat jetzt hier den einen oder anderen Trade. Ich habe es jetzt gerade nicht drin, aber er hat hier den ein oder anderen Trade, womit wir ein bisschen mehr Team-Support haben. Und er hat jetzt hier auch auf dem einen Skill sogar eine Projektilabwehr. Das heißt, er bringt insgesamt ein kleines bisschen mehr. Aber immer noch nichts, was auch nicht genauso gut wer anderes erledigen könnte, wenn nicht sogar ein anderer das besser kann. Das heißt, außer dass jetzt der Schaden, und der Schaden ist jetzt nicht schlecht, der Schaden ist sogar jetzt echt ganz gut, aber außer dass er halt jetzt einen höheren Schaden hat, hat er noch genau das gleiche Problem wie vorher. Und das ist auch der Grund, warum man auch jetzt immer noch in den ganzen Speedclear-Sachen immer noch nicht wirklich einen Necro sieht oder einen Schnitter halt. Klar, die sieht man jetzt schon öfter mal, vor allem weil sie auch gerade neu sind und vor allem spaßig zu spielen sind, aber ja, das muss ich jetzt ehrlich gesagt so sagen. Das gleiche Problem, was der Schnitter vor, das der Necro vorher hatte, hat der Schnitter jetzt immer noch. Und er hat sich im Prinzip nicht groß dran getan. Von daher, so mega hilfreich für ein Team sind die immer noch nicht. Auch wenn es natürlich schon besser geworden ist. Das wollte ich jetzt nur nochmal hier an dieser Stelle ansprechen, denn das wurde mich auch in letzter Zeit sehr oft gefragt. Also nicht nur, wann kommt endlich der Schnitterguide, sondern auch, ja, wie sieht es überhaupt mit dem Schnitter aus? Nimmt man den jetzt mit? Ist er jetzt Meta oder nicht? Und ja, da muss ich halt jetzt einfach mal ehrlich sein und viel besser ist es halt tatsächlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, der macht mega Bock, der macht Spaß und man kann ihn natürlich trotzdem überall hin mitnehmen. Er macht im Prinzip
wird er nicht dafür sorgen, dass irgendwas nicht klappt. Es wird vielleicht insgesamt dann ein kleines bisschen langsamer gehen. Das heißt, man verliert vielleicht pro Fahrt 20, 30 Sekunden, weil man ein bisschen langsamer ist. Aber der Necro ist nicht dafür verantwortlich, dass auf einmal nichts mehr klappt. Also man kann nicht sagen, dass der Necro scheiße ist oder nutzlos oder sowas. Er ist halt nur einfach nicht so gut wie die anderen. Nach wie vor. Aber egal, gucken wir uns die Damage-Rotation an. Dafür gehe ich mal kurz ins Herz der Nebel und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin im Herz der Nebel angekommen und habe das Bild genauso gebaut, wie wir es gerade im PvE hatten, wie ihr seht. Und ja, jetzt wollen wir uns mal die wirklich einfache Damage-Rota angucken. Wie bereits auch schon im Laufe des Guides erklärt, nutzen wir einfach nur unsere Haupt-Damage-Skills und halten die auf Cooldown. Wir werden also auf dem Fokus mit der 4 anfangen. Auf dem Großschwert werden wir die 2 und die 4 hauptsächlich benutzen und im Todesschleier ebenfalls die 2 und die 4. Im Todesschleier werden wir immer so lange bleiben, bis wir zweimal die 2 gemacht haben. Das heißt, wir gehen in den Schleier, nutzen die 2, bleiben so lange da drin, bis wir die 2 nochmal nutzen können, gehen dann erst raus, machen dann wieder Großschwert und gehen dann wieder auf Fokus. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Wir wechseln die Waffen nonstop durch, wobei immer jede zweite Waffe sozusagen das Großschwert ist. Also Dolch, Großschwert, Schleier, Großschwert, Dolch, Großschwert, Schleier, Großschwert, Dolch, Großschwert, Schleier, Großschwert. Und das im Prinzip immer so und halten dabei die Skills auf Cooldown. Unsere Unterstützungsskills, die können wir einfach immer einwerfen, wenn die gerade da sind. Das heißt, die müssen wir nicht an speziellen Punkten in die Rota einbauen, sondern einfach immer, wenn die vom Cooldown runter sind, nutzen wir die auch. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Das heißt, wir gehen zum Gegner hin, nutzen den Brunnen, nutzen den Ruf, Fokus 4, Großschwert, die 2er Attacke, die 4er Attacke, Todesschleier, die 2er Attacke, die 4er Attacke und dann Auto-Attack so lange, bis die 2er Attacke wieder genutzt werden kann. Machen wir auch, raus aus dem Schleier, die 2er Attacke, wieder auf den Dolch, die 4er Attacke, jetzt Auto-Attack so lange, bis wir wechseln können. Der Ruf ist wieder da, also nutzen wir den Ruf auch. Weiter Auto-Attacks, jetzt können wir wechseln, jetzt wieder die 2er Attacke, jetzt die 4er Attacke, der Brunnen ist wieder da, jetzt wieder den Schleier, die 2er Attacke, die 4er Attacke ist jetzt noch nicht da, die nutzen wir dann gleich, sobald es wieder geht. Das heißt, jetzt die 4 machen, jetzt die 2 machen und wieder raus, wieder die 2 machen, der Ruf ist wieder da, wieder auf den Fokus wechseln, Fokus 4 und wieder Auto-Attacks machen, das immer so weiter, also Dolch, Großschwert, Schleier, Großschwert, Dolch, Großschwert, Schleier, Großschwert. Ihr seht es auch schon mit den Cooldowns, kommt es zumindest im Schleier jetzt nicht mehr ganz hin, also wenn ich jetzt gleich wieder in den Schleier gehe, ihr seht, die 4er Attacke ist jetzt noch auf Cooldown, das wird sich nicht verhindern lassen und vermeiden lassen, das heißt, das ignorieren wir dann einfach für eine Rotation, das heißt, wir machen jetzt den 2er und gehen raus, ohne die 4 gemacht zu haben. Das ist jetzt nun mal halt einfach so, da können wir nichts gegen machen. Die benutzen wir dann einfach ab dem nächsten Durchlauf sozusagen wieder. Und ihr seht auch schon, wir haben keine Probleme mit der Lebenskraft. Ich habe sogar noch Lebenskraft hinzubekommen. Ich bin mit weniger Lebenskraft, als ich jetzt gerade hatte, in diesen Kampf gestartet und habe halt mit der Zeit sogar noch Lebenskraft dazu bekommen. Außerdem, wenn ihr auch mal seht, der Gegner hat gerade 25 Stacks Verwundbarkeit, nur allein durch uns. Wir selbst hatten gerade 16 Stacks Macht. Und wir können hier echt viele Sachen lange Zeit aufrechterhalten. Auch die Zahlen, die wir hier rauskriegen, sind eigentlich insgesamt gar nicht so schlecht. Die können sich sehen lassen. Und ja, da kommt schon einiges bei raus, wie ihr seht. Ist also ein ziemlich cooler Bild und auch wirklich nicht schwer zu spielen, wenn man die Rota erstmal drin hat. Ja, das war's eigentlich auch schon. Es gibt noch eine einzige Variation, und zwar sobald der Gegner 50% erreicht hat. Das kann ich jetzt hier nicht gut zeigen, weil sich halt der Gegner, hier der unkaputtbare Bot, immer wieder auflädt automatisch. Aber sobald der Gegner 50% erreicht hat, lassen wir im Prinzip den Dolch weg und nutzen im Prinzip den Totengräber-Skill als Auto-Attacks. Das heißt, hier diesen Skill Totengräber, der hat ja dann ab 50% keinen Cooldown mehr. Das kann ich jetzt auch mal zeigen. Ich nutze den und ihr seht, der ist sofort wieder da. Das heißt, den benutzen wir als Auto-Attack ab jetzt. Das heißt, wir gehen nicht mehr auf den Dolch und spammen einfach die ganze Zeit Totengräber, nutzen aber natürlich trotzdem unsere anderen Damage-Skills. Das heißt, dass wenn die 4 da ist, nutzen wir auch die 4. Wenn unser Ruf da ist, nutzen wir den Ruf. Wenn der Brunnen da ist, nutzen wir auch den Brunnen. Und wir gehen auch regelmäßig immer in den Schleier und nutzen hier die 2, können dann aber danach direkt wieder rausgehen.
Und sobald der Schleier wieder da ist, ist auch die 2 wieder da. Das heißt, dann auch wieder den Schleier und die 2 benutzen. Und sonst aber die ganze Zeit im Prinzip Totengräber-Spam und einfach die ganze Zeit hintereinander machen. Schleier ist wieder da, 2 machen, wieder rausgehen und dann wieder alle anderen Skills nutzen. Das ist im Prinzip die ganze Rota, wirklich nicht schwer. Die hat man schnell drin. Stellt euch einfach ins Herz der Nebel, übt das einfach mal ein paar Minuten und dann könnt ihr super mit dem Necro spielen. Ja, das soll es auch dann von mir gewesen sein. Ich habe das Video wieder viel zu lang gemacht, ich weiß, aber dafür war es ausführlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch, den Necro ein bisschen besser zu verstehen und auch besser zu spielen. Schreibt mir eure Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann die Tage wieder mit dem nächsten Guide. Ciao, Leute.